No. One side. Back, Rudy. Taken by the ranger. Kom mit der Klappern, die Boden klappern, mit wie in den liefen Lena. Hast du gemerkt? Mach noch mal was. Taken by the ranger. Du kannst ja auch noch so eine große Trommel hinten rauf machen, wo du dann immer noch so bum bum machst, weißt du? Das kommt doch in den Lied gar nicht vor. Wieso natürlich? Da ist auch immer so eine Trommel in diesen Liedern. Wo denn? Wie wo? Ich hab keine gesehen, ich hab nur Lene gesehen. Nein, die hörst du ja auch nur, die ist ja nicht jetzt... Was höre ich nur? Na, die Trommel. Die Trommel hörst du ja meistens. Die Trommel hört man. Ja, siehst du, deswegen. Aber man hört auch die Taken by a Ranger. Bei a Ranger? Bei a Ranger? Was denkst du, Haken? Taken. Taken oder Haken? Ich weiß das nicht genau, aber ich nehme mal. Kannst du mal bitte die Butter? Ja, natürlich. Was ist das denn? Wo kommen wir denn? Und es gibt immer noch nicht mal die Hand. Was ist das denn? Ach, sag mal, komm. Es muss doch. Hast du gesehen, Haken bei Ranger? Du meinst hier ESC oder was? ESC jetzt. Nee. Ich hab nur heute mal... Hast du nicht gesehen? Nein. Das haben nur alle gesehen. Boah, ich nicht. Warum denn nicht? Ja, weil das mich jetzt nicht so interessiert. Was hast du denn gesehen? Ich hab gar nicht ferngeguckt. Gefährliche Lidschatten, oder? Nee, ich hab gar nicht ferngeguckt. Hä? Ich hab gar nicht ferngeguckt. Ingo-Mann, mein Ingo-Mann, ich mach mir wirklich Sorgen. An dir geht alles. Nimmst du vier, oder was? Für jo. Kager noch? Jo, sehr gerne. Was ist eigentlich mit hier, Frau Kager, ihre Frisur, sag mal? Frau Kager, ihr seine Frisur? Ja, die hast du doch angekugelt gehabt. Ja, die ist wieder nachgewachsen, zum Teil. Er hat was draus gemacht mit der Fossilienschere. Mit was für ein Ding? Er hat doch so eine Fossilien... Krieg mal bitte was zu trinken. Er hat doch so eine Fossilienschere, mein Engelmann. Sag mal, jetzt mal hier ESC ist das Stichwort, ne? Ja. Hast du gesehen Haken bei Ranger? Nein, hast du mich doch eben... Stranger oder Ranger? Oder Ranger, ich weiß das nicht. So, ich nehme an, das hat mit einem Range Rover zu tun. Das Stranger. Mit was? Stranger. Taken by a Stranger. Guck mal, er weiß er parliert ja perfekt auswärts. Sag mal. Ne? Was heißt denn das auf Deutsch? Stranger? Nee, Theke. Was? Theke? Ja. Das ist eine Theke. Gegriffen von einem Fremden. Von einem Fremden? Gegriffen? Sie ist gegriffen, ne? Aber weißt was? Sie ist nur 10 Dinge. Ich mach erst mal. Ja. Bitte. Prost. Och, das Perl. Aber weißt du was ich glaube, warum sie es doch nicht ganz geschafft hat? Ich glaube, sie waren mit den Tänzern schlecht beraten. Das waren doch hier immer so ein Eisschnellläufer. Die hatten so einen Anzug an, ne? Das habe ich einmal von Foto gesehen, so mit so einem Silberanzug. Mit ne? einem Silberanzug. Das ist ein windschlüpfriger Silberanzug gewesen. Wir sorgen in Körperstrumpf gegen eine Windkanalität. Und ich glaube, dass ihr, wir sorgen Basketballer, besser gestanden hätten. Das ist meine Meinung. Basketballer? Ja, wenn man sich schon für Sportler entscheidet, die da im Hintergrund rumlaufen, dann kann man doch auch was nehmen, was ein bisschen mehr zu ihr passt. Oder das sind doch so eine Kerle. Ja, und du bist so eine große Riesen. Halle gewesen. Und singt sie doch so ein lüttes Ding, die war ja sowieso hier, die kannst ja so umfassen, die hat doch so nichts an den Rippen. Genau. Und dann hier so 2,20 Meter Leute. Wie Edith Piaf hatte auch nichts an den Rippen und konnte trotzdem singen, es war der Spatz von Avignon. Ja, aber ist die da beim ESC aufgetreten? Ja, wohl nicht. Da gab's das noch gar nicht. Ja, siehst du? Und die wäre auch nicht ein Basketballer, hätte sie dich auch nicht dahingestellt. Hätte sie nicht, ne? Ne. Aber vielleicht mal sagen, ein Tennisspieler? Nee, die sammeln Schläger, das passt nicht. Kann man als Gitarre nehmen, das wird ja auch öfters gemacht. Doch. Aber weißt du was, hast du mitgekriegt, Aserbaidschan hat gewonnen, ne? Ja, habe ich gehört. Nächstes Jahr ist das dann in Buko. In Buko, ne? In Buko, das ist doch mal sagen, die Frischkäse-Kornkammer von Sibirien. Da irgendwo in Buko. Ich finde das jetzt beim nächsten Mal statt. Frischkäse? Wie jetzt Frischkäse? Da kommt nur der Frischkäse her. Aus Aserbaidschan, oder nicht? Ja. Wie so Frischkäse aus Aserbaidschan? Kann doch sein, das ist doch mal so ein Bodenschatz bei denen. Buko, kennst du nicht? Buko, den Frischkäse. Der kommt doch von dort. So, ja. Aber weißt du was, mein Ingo-Mann? Es kann doch wieder nicht mit rechten Dingen zugegangen sein. Wieso gewinnt Aserbaidschan? Kannst du mir das mal sagen? Ja, weil die meisten Punkte gekriegt haben. Ja, aber woher haben die wohl bekommen? Ja, von den Ländern. Von welchen denn?
Ja, viel von ihren Nachbarn natürlich. Bitte, das alles. Bitte, bitte. Ja, wieso das? Der Usbeke, der Weißrusse, der Russe, der Moldauer. Ja. Der Bosnien-Herzegowina, Wiese. Ja. Das ganze Programm. Der Usbeke, dann der Serbe. Der Serbe, der Kroate. Ja. Ne? Also der Moldauer. Ja, wahrscheinlich. Der Russe, der Weißrusse. Ja, hast der du... Der Ukrainer. Ja, ja. Ne? Ja, ne? Ja, hast du... Ja. Ne? Ja, die geben die Punkte. Ja, die geben doch die Punkte her. Ja, aber das machen ja die hier, die bei den Skandinaven, ist das auch so. Der Usbeke. Bei den Skandinaven. Der Russe. Hier. Nein, hier Finnland, Schweden, Dänemark das, und das, so. Der Finne oder der Schwede oder der Däne, das ist sogar kein Ukrainer. Nein, aber ich wollte nur sagen, die geben sich ja auch immer gegenseitig die Punkte. Du hast es gesagt. Du wolltest es nicht nur sagen, du hast es gesagt. Ja, jetzt habe ich das gesagt, ja. Ja, jetzt hast du das gesagt. Ja, dann hast du das ja auch gehört. Ich habe das gehört. Ja, aber kommt das an. Aber ich habe nicht gesagt, ich wollte das hören. Nee, aber ich habe es trotzdem gesagt. Habe ich nicht gesagt. Ja, du sagst auch einiges, wovon ich nicht sage vorher, dass ich das hören wollte. Davon mal ganz ab, weißt du? Aber ich sage so nicht vorher, ich wollte das sagen, ich sage es. Ja, du sagst das immer gleich. Ich sage das immer gleich. Ja. Ne? Ja, das und du hörst es immer gleich. Ja, es bleibt mir ja nichts anderes übrig. Ne? Hm. Wo sollst du auch hin in deiner Braderbühne? Du kannst dir hier vielleicht noch mal so einen Kartoffelsalat in den Ohren pulen, damit du das nicht hörst. Aber du hörst es ja doch, weil du es mir von den Lippen abliest. Jetzt pass mal auf, mein Engelmann. Ich möchte jetzt mal ganz ernsthaft sagen, wenn jetzt mal sagen, der Ukrainer, der Weißrusse, der Usbeke, das ganze Programm, wenn die jetzt mal sagen, jetzt dem Aserbaidschaner die Punkte geben und wir da im nächsten Jahr, wenn wir da hinfahren, ne, in mal sagen, die Frischkäse-Hauptstadt, ne, weißt du, was wir dann machen? Da singen wir ein Lied. Ja, aber weißt du was, das wird der Rab, wird das wieder voll im Griff haben, das ist meine Meinung. Früher war es der Siegel. Ja. Jetzt ist es der Raab. Ich meine, er fährt da auch wieder mit hin, oder was? Er wird sich doch was Raffiniertes ausdenken. Nach Aserbaidschan? Ja, sicher. Der wird doch wieder einen Künstler vorstellen und dann wird er für uns Deutschland gewinnen. Das kann er ja machen. Das ist meine Meinung. Von mir aus? Ne? Von mir aus kann er das machen. Ne? Ich glaube, dass er da einen ganz großen Wurf schon längst im Plan hat. Er hat einen Plan schon? Für einen... Mit einem anderen Sänger, oder was? Er geht doch mit einem ganz großen Star, geht er doch. Mit einem großen Altstar, da kommt keiner auf. Ach ja? Der doch mal sagen, in Aserbaidschan wird er vom Weißrussen und vom Ukrainer, vom Moldauer, vom Serben. Die schreien Bravo dann, oder vom was? Vom Kroaten, da wird er Punkte kriegen. Aha. Und wen bringt er mit? Berti Vogt. Ja, die beiden sind ja auch so, ne? Nachdem er damals das Lied für ihn gemacht hat, ne? Das hat Berti ja richtig gut gefallen, glaube ich. Glaube ich auch. Ja. Er hat was gut zu machen. Aber der richtige Kniff ist Berti Vogts, ne? Ja. Er ist Trainer von Aserbaidschan, seine Mannschaft. Ach ja, tatsächlich, ne? Er ist der Trainer! Es ist ein reiner Trainer! Ja, dann ist er ja sowieso schon da. Ne? Er ist da! Ja. Sie sparen Reisekosten. Ja. Und die Bahnfahrt, ne? Und die Bahnfahrt. Ja. In Sorgen die Frischkäsekornkammer von Sibirien. Ja. Die sparen sie schon mal für ein. Ja. Er ist da und er ist beliebt. Jo, und was soll er singen? Birdie Vogts natürlich. Nein, das darf er nicht. Warum das denn nicht? Das darf er nicht. Bei denen, das ist so, du darfst ja nie ein Lied machen, was ein anderer schon gemacht hat vorher. Wieso? Gestern war doch die Hälfte von den Liedern, die kann ich doch schon. Wie, woher denn? Ja, weiß ich nicht, hab ich alles schon mal irgendwo gehört. Nee, das ist vielleicht, weil die so ähnlich sind wie andere Lieder, aber vom Hören her sind das vom neue Hörensorgen. Lieder. Hörensorgen. Das sind neue Lieder. Vom Hörensorgen sind das neue Lieder, aber vom Hören sind es alte Lieder, das ist meine Meinung. Dann singt er eben was anderes. Rob, der lässt sich doch was einfallen. Der kann doch gar nicht singen. Das ist doch völlig egal. Hildegard Knief konnte auch nicht singen, aber war trotzdem weltberühmt. Ja, das ist auch was anderes. Was ist da denn bitte anders? Sie hat auch blonde Haare. Ja, aber die hatte eine... Na, was denn? No, die hatte eine tiefe Stimme. Hat Birdie auch. Nee, das hat er nur gerade nicht. Er hat so einen ganz löten hat eine kleine Piepser. Stimme. Hat er. Jetzt aber pass mal auf, mein Engelmann, da wird sich Rob schon was ausdenken. Wenn er das nicht machen kann mit Birdie Vogts, na gut, dann macht er was anderes. Zum Beispiel Birdie Vogts jetzt, ne? Er hat ja auch wie einige andere Fußballer, zum Beispiel Gerd Müller hat gesungen, dann macht es Boom. Schallplatte. Kevin Keegan, The Mighty Mouse, Head Over Heels in Love. Wer weiß es nicht, wer kennt es nicht noch?